Meine Freunde, moin zusammen. Heute ein ernstes Thema, über das wir gerade mal sprechen müssen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist ein Lagerhaus in einem Hafen explodiert und wir haben gestern Abend im Olli-Kanal in einem Livestream uns das Ganze auch schon ein bisschen angeschaut und drüber gesprochen. Und das ist wirklich absolut bestürzend. Mittlerweile geht man von über 100 Verstorbenen aus und über 4000 Verletzten. Und wer diese Bilder davon, auch diese Videoaufnahmen gesehen hat, zuerst ist da schon eine riesengroße Rauchwolke und es klingt und pingt und was weiß ich, explodiert dann auch so ganz kleinem Maße und auf einmal eine riesengroße Explosion, also absolut unvorstellbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, was da genau das Problem war, beziehungsweise war es vielleicht auch irgendwie eine Attacke, ein Angriff oder ähnliches. Und der US-Präsident Trump sagt nämlich hier, die Explosion wäre eine oder sehe aus wie eine furchtbare Attacke, so wurde er hier zitiert. Und die libanesische Regierung nennt 2750 Tonnen, also nicht gerade wenig, Ammoniumnitrat als Ursache. Und diese gefährliche Substanz sei jahrelang ohne Vorsichtsmaßnahmen gelagert worden, so heißt es. Ich weiß nicht, ob ihr da schon irgendwie weitere oder andere Informationen habt, was da passiert sein kann. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Aber wirklich bei so sensiblen Themen immer Kontenance bewahren. Wirklich und benehmt euch, sage ich mal ganz böse hier an der Stelle dazu. Also unvorstellbar, was hier passiert. Und der Gouverneur oder des Libanon, beziehungsweise Beirut, ist soweit auch in Tränen ausgebrochen, als er da diese Meldung rausgegeben hat mit über 100 Verstorbenen. Also unvorstellbar. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickelt, was da weiterhin rauskommt. Haut rein.